Mein Name ist Marco Metzger. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Lunch Update zeitgemäße Altersvorsorge für Anleger. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Das Thema Altersvorsorge ist für viele Deutsche in den letzten Jahrzehnten doch sehr eng mit dem Thema Lebensversicherungspolice verbunden gewesen. Das liegt natürlich auch sehr daran, dass diese in den vergangenen Jahrzehnten sehr hohe Zinsen versprochen hat, sehr hohe Sicherheit. Das Bedürfnis der Anleger wurde also befriedigt. Ob dies allerdings im heutigen Niedrigzinsumfeld noch eine zeitgemäße Variante der eigenen Altersvorsorge darstellt, sei zumindest mal zu hinterfragen. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, die Altersvorsorge im Rahmen eines Depots darzustellen. Das Depot birgt typischerweise erst einmal natürlich auch sehr stark Unsicherheit, ob Aktien steigen oder auch fallen. Wir wissen es leider nicht genau. Ja, was wir aber wissen, ist, dass sie typischerweise Schwankungen unterliegen und demnach scheint auch das Depot nicht die eierlegende Wollmilchsau für jeden Anleger zu sein, um seine eigene Altersvorsorge aufzubauen. Typischerweise sollten Sie bei jeder Art der Anlageentscheidung differenzieren zwischen Inhalt und Verpackung. Wir unterscheiden hier zwischen zwei übergeordneten Vermögensklassen, nämlich den Geldwerten und den Sachwerten. Sachwerten, dazu gehören Aktien, Immobilien, Rohstoffe oder auch Edelmetalle. Diese partizipieren typischerweise an wirtschaftlichen Erträgen und Wertsteigerungen, sind nicht beliebig vermehrbar, unterliegen aber allesamt Preisrisiken und Schwankungen. Der Verlauf ist also nicht kalkulierbar. Auf der anderen Seite gibt es die Geldwerte, dazu gehören Staatsanleihen, Pfandbriefe, Lebensversicherungen oder auch Rentenanwartschaften. Diese versprechen stabile und kalkulierbare Zahlungen, leiden allerdings unter Inflation, sprich was Sie sich später einmal davon kaufen können, sei zu hinterfragen. Sie unterliegen Bonitätsrisiken und haben das Zinsänderungsrisiko. Wichtig für Sie, entscheidend ist immer die Vermögensklasse. Ob Sie die Aktie direkt in Ihrem Depot halten, ob Sie eine vorgebundene Versicherung abgeschlossen haben, in der die Aktie beinhaltet ist, ob Sie in einen Fonds investiert sind, der diese Aktie hält. Am Ende des Tages ist immer die Entwicklung der Aktie der entscheidendste Bestandteil. Die Verpackung, sprich die Versicherung, das Depot, das Zertifikat oder ähnliches, unterscheidet im Ergebnis ein Stück weit nach Steuern und nach Kosten die Betrachtung. Entscheidend wird aber immer die Vermögensklasse sein. Der Gesetzgeber hat nach Einführung des Alterseinkünftegesetzes im Jahre 2005 diesen Bereich in drei Schichten unterteilt. Schicht 1 ist die Basisversorgung, dazu gehört die gesetzliche Rente, das Versorgungswerk oder auch die Basisrente. Die zweite Schicht ist die Zusatzversorgung wie betriebliche Altersvorsorge und Riesterrente. Die dritte Schicht ist der Bereich der privaten Altersversorgung im Rahmen der Versicherung, ob klassisch oder andere Produkte mit einer Kapitalleistung. Grundsätzlich kann man in diesen Bereichen unterscheiden, dass die private Versicherung oder die private Investmentfondsanlage in der dritten Schicht zugehören. Dies ist der Bereich, der am meisten flexibel ist, am meisten verfügbar ist. Umgekehrt haben Sie hier keinerlei steuerliche Subventionen, die Sie nutzen können. Sie sparen also Ihr Kapital aus dem Netto heraus. Auf der anderen Seite gibt es in der ersten oder auch der zweiten Schicht die Möglichkeit, in den Genuss staatlicher Subventionen zu kommen. Dies geht aber typischerweise auf Kosten der Flexibilität und der Verfügbarkeit. Ob es also für Sie in diesem Jahr noch interessant ist, eine Sonderzahlung in die Basisrente zu tätigen oder eine Riester-Rente abzuschließen und möglicherweise mit einer Sonderzahlung zu befüllen, um in den Genuss der vollen Förderung für das Jahr 2016 zu kommen, das ist doch eine sehr individuelle Fragestellung und sollte von jedem individuell geprüft werden. Grundsätzlich haben alle Schichten ihre Berechtigung. Wir wollen uns aber heute mit dem flexibelsten aller Bausteine der Altersvorsorge der dritten Schicht beschäftigen und hier die beiden Bausteine private Versicherungslösung gegenüber dem klassischen Bankdepot gegenüberstellen. Insbesondere interessiert uns hierbei die steuerlichen Regelungen, anfallende Gebühren, Flexibilität und Sicherheit. Das sind typischerweise genau die Attribute, wenn Sie sich für eine Investition in der dritten Schicht entscheiden.
Nehmen wir mal an, Sie wollen eine Anlage tätigen von 100.000 Euro, sind heute 43 Jahre alt. Jetzt tätigen Sie diese Anlage über 12 Jahre, haben jährlich eine Rendite im Schnitt von 6% erreicht. Das heißt, nach dem Zinseszinseffekt landen Sie über die Laufzeit von 12 Jahren bei einem Endkapital von ca. 200.000 Euro. Diese Rendite gibt es heute naturgemäß nicht mehr linear, sondern wenn man sie überhaupt noch erreichen kann, unterliegen sie sehr starken Schwankungen. Das ist der Preis, den der Anleger mit einer solchen Zielrendite bereit sein muss einzugehen. Gehen wir davon aus, nach 12 Jahren haben Sie die Anlage im Depot und Sie überlegen sich dann, na, es wird langsam an der Zeit, an meinem Depot mal etwas zu verändern und Sie möchten entsprechend die Kursgewinne realisieren. In diesem Fall wird es im Depot so ablaufen, dass Sie die 100.000 Euro Kursgewinn pauschal mit 25% Abgeltungssteuer zu versteuern haben. Mal einfach gesprochen, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag außen vor, aus einem Investment mit dem Wert 200.000 Euro werden nach der Steuerbelastung 175.000 Euro. Legen Sie diese 175.000 Euro dann an, vielleicht in Zukunft etwas defensiver, weil der Ruhestand rückt näher. Sie haben vielleicht dann die Möglichkeit, eine Rendite von noch 4% zu erzielen, werden aus 175.000 Euro 280.000 Euro. Allerdings wird auch diese 4% wieder gekürzt, um die entsprechende Abgeltungssteuer. Aus 4% werden also für den Anleger nur noch 3% oder auch aus 280.000 Euro werden plötzlich 250.000 Euro. Der Anleger, der also einmal in der Laufzeit die Gewinne realisiert, sie neu anlegt, eine geringere Rendite erzielt in den nächsten 12 Jahren, hat aus 100.000 Euro in diesem Beispiel ein Ergebnis von 250.000 Euro gemacht. Bleiben wir bei unserem Beispiel. Die gleichen 100.000 Euro legt der gleiche Anleger im gleichen Alter an, spart sie unter der gleichen Rendite, weil, wie wir vorhin thematisiert hatten, die Aktie selbst ist in unserem Beispiel genau die gleiche. Es ist der gleiche Aktienfonds in der Versicherungslösung, wie er auch im klassischen Bankdepot hat. Das heißt, die Entwicklung der jeweiligen Versicherung und der jeweiligen Vermögensklasse ist genau die gleiche, ist genau identisch, sind wiederum 6%. Wobei wir unterscheiden, ist entsprechend in der steuerlichen Betrachtung. In diesem Fall haben wir auch wieder die 200.000 Euro nach 12 Jahren erreicht, unter den gleichen Schwankungen. Jetzt kommen wir zu unserem Wechsel. Wir wollen die Gewinne mitnehmen, legen das Geld neu an, zu wiederum 4% Rendite. Was hier passiert ist, im Rahmen der Anlage innerhalb der Versicherung, da der Anleger in diesem Fall nicht hergeht und Geld aus der Versicherung herausnimmt, sondern lediglich innerhalb der Versicherungsstrategie eine Umschichtung vornimmt, fällt in diesem Zeitablauf keine Abgeltungssteuer an. Er kann seine Wiederanlage mit 55, also mit den vollen 200.000 Euro tätigen, anstatt im vorigen Beispiel nur mit den 175.000 Euro. Er erzielt im zweiten Zeitabschnitt wiederum die 4%, und macht aus 200.000 Euro, das gleiche Ergebnis. Genau. Das heißt, wenn wir uns die Besteuerung der Versicherungslösung anschauen, sehen wir, mit 67 Jahren hat dieser Anleger im Rahmen der Versicherungslösung ein Kapital erreicht von 320.000 Euro brutto. Er hat bis dahin noch keinerlei Steuern auf die Rendite oder das Kapital bezahlt. Natürlich bleibt das Ganze nicht steuerfrei. Dementsprechend lassen wir uns hier mal hinter die Hülle schauen. In 24 Jahren, aus 100 wurden 320.000 Euro, hat er also in Summe 220.000 Euro Ertrag gemacht. Hier kommt zur Anwendung, da er 12 Jahre Laufzeit eingehalten hat und im Ergebnis älter ist als 62, kommt zum Tragen das Halbeinkünfteverfahren. Das heißt, dieser Anleger muss im Rahmen der Versicherung lediglich die Hälfte der erwirtschafteten Erträge von 220.000 Euro versteuern. Nicht mit der Abgeltungssteuer, sondern mit dem persönlichen Steuersatz. Unterstellen wir also einmal den Spitzensteuersatz von 42.000 Euro, lassen der Einfachheit halber Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag wieder außen vor, bleibt eine Steuerlast auf diesen Ertrag von 46.200 Euro.
der Anleger kommt netto, also auf eine Ablaufleistung in Höhe von 274.000 Euro. Eine mögliche Auszahlung bei entsprechender Gestaltung an die Erben wäre, wenn man es intelligent und clever plant, von den vollen 320.000 Euro möglich, eben im Todesfall. Wenn wir es mit dem Direktinvestment vergleichen, wo wir ein Ergebnis von 250.000 Euro netto erreicht haben, sehen Sie im Ergebnis, egal wie, ein positives Abschneiden im Rahmen der Versicherungslösung, wenn man unterstellt, dass der gleiche Vermögenswert genau die gleiche Rendite erzielt und einmal in der Laufzeit die Gewinne umgeschichtet werden. Wenn wir uns das Ganze nochmal im Detail anschauen, gehen wir mal einfach in den Praxisfall. Wir bleiben bei dem Anleger, er ist in diesem Fall versicherte Person unserer Versicherungslösung. Er ist 43 Jahre alt und macht einen einmaligen Betrag von 100.000 Euro in die Kapitalanlage. Die Annahmen sind 4% Kursgewinne per anno, Zins- und Dividendenerträge von weiteren 2%, das heißt, er kommt auf eine Gesamtrendite von 6%. Und wir unterstellen eine Umschichtungsquote im Jahr von etwa 10%. Wie sehen die Gegenüberstellungen des klassischen Depots gegenüber der Versicherungslösung aus? Gehen wir her und unterstellen nach 15 Jahren Laufzeit eine entsprechende Kursentwicklung, dann sehen Sie, kämen wir im Direktinvestment auf eine Entwicklung mit dem Ergebnis von 168.000 Euro. Die Versicherungslösung dem gegenübergestellt hat ein Ergebnis von 190.000 Euro erwirtschaftet, macht eine Differenz in der reinen Entwicklung von 22.600 Euro. Wenn Sie zwei Zeilen oben drüber sich das Thema anschauen, selbst nach 5 Jahren hat das Direktinvestment mit 121.000 Euro schon einen Nachteil erwirtschaftet gegenüber der Versicherungslösung, was letzten Endes sehr stark natürlich auch darin begründet ist, wie wir es vorhin im Beispiel schon benannt hatten, dass Sie durch dieses Rebalancing, also quasi die Realisierung, das Umswitchen von 10% des Portfolios bei dem einen, sprich dem Direktinvestment, sofort einen Teil der Erträge mit Abgeltungssteuer bezahlen, während in der Versicherungslösung erst einmal nichts passiert. Wenn wir die Versicherungslösung nun auflösen, bleiben wir im Jahr 15, haben Sie bei dem Direktinvestment ein Ergebnis erzielt von 160.000 Euro. Im Rahmen der Versicherungslösung kommen wir auf 165.000 Euro, eben nach dann anfallendem Steuerabzug, macht eine Differenz von 5.000 Euro. Wichtig ist hier zu berücksichtigen, das Halbeinkünfteverfahren greift immer nach 12 Jahren Laufzeit und wenn Sie das Mindestalter von 62 Jahren erreicht haben. Wer vorher sein Kapital entnimmt, sprich nach weniger als 12 Jahren Laufzeit oder vor dem Alter 62 Jahre, der ist auch in der Besteuerung mit dem Depot gleichgesetzt. Er zahlt eben die Abgeltungssteuer auf die entsprechenden Erträge, was man auch hieran erkennt, dass der Unterschied, dass Direktinvestments gegen der Versicherungslösung nach 5 Jahren oder auch nach 10 Jahren Laufzeit deutlich geringer ausfällt als nach 15, 20 oder gar 25 Jahren. Eine Möglichkeit wäre natürlich auch noch der Todesfall desjenigen, der da sein Kapital anlegt. Unser Anleger verstirbt nach 15 Jahren. Bei dem Direktinvestment haben Sie wiederum die 160.000 Euro, die zur Auszahlung kommen, während in der Versicherungslösung volle 205.000 Euro zur Auszahlung kommen. Das heißt, Sie hätten hier eine Differenz von etwa 45.000 Euro, die der Hinterbliebene mehr bekommt. Wie kommt das Ganze zustande? Grundsätzlich liegt die Tücke gerade im Rahmen der Versicherungslösung sehr stark im Detail. Steuerfreie Todesfallausleistungen aus Versicherungsverträgen sind möglich. Wichtig ist hier, bei der Gestaltung auf die Details zu achten. Wer eine Versicherung abschließt und sich selbst als Versicherungsnehmer einträgt, also sprich, mir gehört meine Versicherung, ich versichere diese auf meinen Tod und jemand anderes bekommt das Kapital, wenn ich versterbe, derjenige hat ganz normal einen Zahlungsstrom an einen Erben ausgelöst und ist so voll in der Erbmasse mit drin und muss möglicherweise Erbschaftssteuer darauf zahlen. Eine Möglichkeit ist, den Versicherungsvertrag eben
als versicherte Person nicht mit sich selbst zu bestücken, sondern mit jemand anderem, zum Beispiel mit dem Elternteil. Wenn nämlich der Elternteil verstirbt, dann erbt der Versicherungsnehmer ja nicht Geld, was vorher dem Elternteil gehört hat, sondern sein eigener Versicherungsvertrag kommt entsprechend zur Auszahlung. Er bekommt also das Geld, was ihm sowieso schon gehört hat. Ergo, wir bleiben wieder bei dem Vergleich. Die Anlage im Vordepot von 100.000 Euro hat am Ende einen Wert von 265.000 Euro. Hierauf kommt entsprechend eine Steuerbelastung in Höhe der Abgeltungssteuer auf die Kapitalerträge von 46.000 Euro. Sprich, der Erbe bekäme 219.000 Euro ausbezahlt. Erbschaftssteuer mal noch außen vor gelassen. Wir unterstellen hier, dass alles im Rahmen der Freibeträge abläuft. Auf der anderen Seite gibt es die Variante der Versicherungspolice. Die wird im Falle des Todes zur Auszahlung fällig. Kapitalerträge spielen hierbei in der Betrachtung keine Rolle und demnach werden die vollen 265.000 Euro ausbezahlt. Was ist sonst im Vergleich noch wichtig zu beachten? Grundsätzlich haben wir zwei Varianten nebeneinander gestellt, die natürlich sehr stark abhängig von der Kapitalanlage sind. Wie am Anfang beschrieben, der Inhalt ist das Entscheidende. Die Verpackung, sprich die Versicherungslösung oder das klassische Bankdepot, die beeinflussen unsere Anlage lediglich mit Blick auf die Besteuerung, mit Blick auf die Kostenstruktur oder eben, wenn es ums Thema Hinterbliebenenregelung geht. In beiden Varianten ist es so, dass ein Dritter keine Zugriffsmöglichkeiten auf das Geld haben sollte. Natürlich spielt das Thema Kosten eine Rolle. Typischerweise gibt es in den neueren Versicherungslösungen nicht mehr die großen vertrieblichen Abschlusskosten am Anfang, sondern es ist eine individuelle Vereinbarung, die der Kunde eben mit seinem jeweiligen Berater trifft. Ähnlich wie im Depot gibt es hier unterschiedliche Möglichkeiten, dies zu gestalten. Es gibt keine Stornogebühren. Eine tägliche Verfügbarkeit ist im Depot gegeben, ist im Rahmen der Versicherungslösung genauso gegeben. Sie können im Rahmen einer Versicherungslösung heute auch über 7.000 Fonds erwerben. Ob das jetzt aktiv gemanagte Fonds sind oder passive ETFs, das steht auf einem anderen Blatt Papier, hängt sehr stark an der Versicherungslösung im Individuellen. Das ist ähnlich, wenn Sie heute bei einer Bank ein Depot eröffnen. Nicht jede Bank arbeitet mit jeder Fondsgesellschaft zusammen, sprich nicht jeder Fonds kann bei jeder Bank erworben werden. Ähnlich ist es hier. Man hat aber in der neueren Versicherungsgeneration eine sehr breite Investmentauswahl, sodass man eine individuelle Strategie durchaus sehr gut abbilden kann. Es gibt, wie vorhin aufgezeigt, einige Steuervorteile, insbesondere auf Kursgewinne, Zinsen und Dividenden. Tägliche Wechsel der Anlagestrategie sind möglich und das Thema Insolvenzschutz ist durch das Sondervermögen laut VAG ebenfalls gegeben. Damit wäre ich auch schon am Ende meiner Ausführungen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen, sprich meine Kollegin Frau Hassenthal und auch ich, Ihnen im Anschluss gerne für eine individuelle Betrachtung zusammen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, anhand eines Beispiels mal zu erläutern, wie die Verwahrarten Depot versus Versicherungslösung nebeneinander aussehen. Es gibt auch hier nicht die eierlegende Wollmilchsau. Wichtig ist, zwischen Inhalt und Verpackung zu unterscheiden. Auf den Inhalt kommt es unterm Strich an. Hierbei ist es wichtig, eine persönliche Anlagestrategie für jeden Einzelnen herzuleiten, zu wissen, welche Zielrendite verfolgt man, welche Risikobereitschaft trägt der Anleger. All das sind die entscheidenden Kriterien, um im Anschluss zu überlegen, in welcher Verpackung tätige ich denn meine geplante Investition. Kaufe ich den Aktienfonds im Rahmen der Basisrente, um auf steuerliche Subventionen entsprechend zurückgreifen zu können? Greife ich eher in die Schicht 3, sprich den privaten Topf, des Aufbaus der Altersvorsorge, wähle ich eher das klassische Depot oder eben die Versicherungslösung, die einiges an Vorteilen mit sich bringen kann, heute eben nicht mehr so mit Nachteilen behaftet ist, wie das vielleicht in den vergangenen Jahren teilweise rübergekommen ist, weil das Thema Kosten, was häufig der Vorteilsargumentation gegenüberstand, kann man heute auch sehr individuell gestalten und demnach darauf eingehen. Ja, an dieser Stelle vielen Dank schon mal für die Teilnahme, für das Interesse an dem heutigen Lunch-Update.
diejenigen unter Ihnen, die sich jetzt verabschieden möchten. Ich wäre am Ende mit meinen Ausführungen und würde jetzt gleich auf Ihre Fragen eingehen. Ich sehe, die eine oder andere Frage ist schon eingetroffen. Wer noch etwas äußern möchte, kann dies natürlich rechts oben im Chatfenster gerne vornehmen. Ja, die erste Frage. Die erste Frage ist, wie realistisch ist es, mit 6% Wertentwicklung per anno zu rechnen, beziehungsweise in welchem Versicherungsrahmen bekomme ich diese 6% per anno? Nun, das hängt natürlich sehr stark an der Anlagestrategie, die Sie im Individuellen verfolgen. Mit einer klassischen zinsbasierten Strategie muss man natürlich sagen, ist diese Annahme von 6% eher unrealistisch hoch gewählt, weil es gibt keine Zinsen mehr in dieser Höhe. Wer annähernd auf die Möglichkeit zurückgreifen möchte, diese 6% Rendite theoretisch erreichen zu können, wenn man sich die Historie anguckt, muss es natürlich eine sehr stark aktienlastige Strategie sein im Ergebnis. Ob diese Renditen in der Zukunft tatsächlich noch erreichbar ist, das ist natürlich immer ein Punkt, über den man sich streiten kann. Unterm Strich sind es und bleiben es Annahmen, die man hier trifft, weil es natürlich kein sicherer Zahlungsstrom ist. Dementsprechend gilt natürlich das Angebot, wer hier mal für sich ein Beispiel kalkulieren möchte, um die Lösung Depot gegenüber der Lösung der Versicherungsvariante gegenüberzustellen. Dafür stehen wir natürlich jederzeit gerne verfügbar, weil, wie gesagt, am Ende auch vieles daran hängt, wie oft tätigt man Transaktionen im Portfolio, wie oft ändert man die Strategie, wie lange ist der Anlagehorizont. Aber wie im Beispiel vorhin dargestellt, sind zumindest die Nachteile der Versicherungslösung gegenüber dem Depot heute nicht mehr wirklich vorhanden. Also stellt sich die Frage, warum nicht die Vorteile mal gelten lassen und es auf den Vergleich ankommen lassen. Gibt es sonst weitere Fragen von Ihrerseits?